Bei Raphael Meinl stehen die Mädels Schlange. Der Physiotherapeut vom Dresdner SC hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Die Dreifachbelastung aus Champions League, Pokal und Meisterschaft sorgt bei fast jeder Spielerin für das ein oder andere Wehwehchen. Es gibt dann einfach mehr Behandlungen, also nicht nur zwei, durchaus mal drei, vier, fünf oder sechs Behandlungen. Da hat man dann schon zu tun. Seit 2012 betreut Raphael Meinl die DSC-Volleyballerinnen. Gerade jetzt, wenn die Belastung für den Körper auf Anschlag läuft, ist Vorsicht geboten. Wohl auch deshalb schickt DSC-Trainer Alexander Weibel eine veränderte Formation auf das Feld. Gegen den VC Wiesbaden fehlen Myrte Schoth und Michael Bartsch. Zudem werden Christina Michalenko und Laura Dikema geschont. Wenn man eben weiß, dass Spieler nicht verletzt sind, aber eben muskuläre Müdigkeiten verspüren, wenn man da nicht irgendwann mal einen Riegel vorschiebt, sondern dann einfach immer weitermacht, dann passieren halt eben schwerste Verletzungen draus. Das haben jetzt nicht nur wir schon in der Vergangenheit erlebt, sondern auch andere Teams. Und deswegen ist das jetzt heute so gewesen, dass ich mich entschieden habe, so zu spielen. Die Veränderung tut dem DSC-Spiel nicht gut. Von Beginn an ist der Wurm drin, speziell die Annahme zeigt große Schwächen. Libera Lisa Stock, die gegen Wiesbaden Myrte Schoth ersetzt, erwischt einen gebrauchten Tag. Schnell und deutlich geht der erste Satz mit 25-16 an die Gäste. Es hat schon damit begonnen, dass wir, den ersten fünf oder sechs Situationen der Zuspieler vielleicht zweimal den Ball berührt. Ansonsten war die Annahme irgendwo. Letzten Endes ist es immer so, dass jedes Spiel seine Sicherheit aus der Annahme gewinnt und aus dem Spiel, aus dem Sideout. Und da waren wir heute nicht gut. Etwas besser wird es im zweiten Satz. Der DSC kann sich absetzen, auch weil Katharina Schwabe den ein oder anderen Ball sicher platziert. Die DSC-Angreiferin spielt gegen Wiesbaden zum ersten Mal nach ihrer Verletzung voll durch, erkennt aber auch die Schwächen in ihrem Team. Wir haben sehr lange gebraucht, ehe wir ins Spiel gekommen sind. Vielleicht sind wir am Ende doch nicht zu 100% da gewesen. Wir haben halt nur die halbe Leistung vollbracht, was natürlich nicht gut tut, wenn wir Dienstag wieder nach Wiesbaden reisen, weil Mittwoch das Pokalspiel in heimischer Halle bei den Mädels dort ist. Und genau dieses Pokalspiel gegen eben diesen VC Wiesbaden lässt Raum zur Spekulation. Schon am Mittwoch stehen sich beide Teams erneut gegenüber in einem K.O.-Spiel, das in seiner Bedeutung wichtiger ist. Wohl auch so ist es zu erklären, dass DSC-Trainer Alexander Weibel nur zögerlich seine gesunden Stammspielerinnen aufs Feld schickt. Auch der zweite Satz geht am Ende noch verloren, weil Wiesbaden weniger Fehler macht und den DSC immer wieder überrascht. Ich glaube, dass es ganz interessant war zu sehen, einfach wie hart und wie schnell sie aufschlagen können. Das ist einfach für unsere Annahmespieler eine ganz gute Erfahrung, das jetzt einfach auch nochmal gesehen zu haben. Und ansonsten muss ich mir das im Video jetzt mal anschauen, haben sie letzten Endes natürlich im Eingriff Dinge gemacht, die wir nicht vorbereitet hatten, weil wir kaum Zeit hatten und uns mit Sicherheit nicht mit der zweiten Zuspielerin sehr beschäftigt haben. Sie hatte ja auch jetzt ein paar Annahmen insgesamt. Aus der Vergangenheit kennt man sie. Auch im dritten Satz bleibt der DSC vieles schuldig. Nach nur 73 Minuten ist die zweite Saisonniederlage besiegelt. Der VC Wiesbaden gewinnt mit 3:0 und sorgt für mächtig Enttäuschung bei den Dresdner Fans. Eine derart deutliche Niederlage in der Bundesliga gab es schon seit Jahren nicht. Es geht nicht um die Leute, die auf dem Feld standen, sondern es geht um die Art und Weise, wie wir heute in der Lage waren, Volleyball zu spielen. Und das war müde, langsam, gedankenschwer und warum auch immer. Und damit kann man halt einfach das Spiel nicht spielen, dafür ist es zu schnell. Das geht vielleicht, beim Buhl könnte man vielleicht so spielen. Da würde man trotzdem verlieren, aber wird es nicht ganz so schlecht aussehen. Bereits am Mittwoch kann der DSC die Schmach wettmachen. Dann steht das Pokal-Viertelfinale in Wiesbaden an. Raphael Meinl wird die DSC-Mädels nach Hessen begleiten und alles daran setzen, dass sie fit in das wichtige Pokalspiel gehen können. Ja, wir schauen halt jetzt, wer Physio braucht. Jetzt direkt nach dem Spiel gibt es halt das Angebot. Dann sammle ich so die ganzen Geschichten halt. Wer hat was, dann am Montag ab zum Doc, wer muss. Und dann halt volles Ballett. Montag, Dienstag vielleicht noch vor der Busabfahrt. Dann bin ich im Bus mit dabei. Dann gibt es ja mit Übernachtung. Das heißt, es geht ja noch spät bis in die Nacht rein im Hotel. Und dann schauen wir, dass wir Mittwoch alle fit sind. In einem ist sich Raphael Meinl ziemlich sicher. Beim Pokalspiel zeigt der DSC ein anderes Gesicht. Das Finale in Mannheim wäre auch für ihn ein Traum. Volleyball vor über 10.000 Fans, das
gibt es hierzulande sonst nämlich nirgends. Mehr Beiträge zur Volleyball-Bundesliga unter sportdeutschland.tv.